Wir können ja mal durch dieses kleine Portal da fliegen. Ist halt schon gefährlich, ne? Oh ja, sehr gefährlich. Super gefährlich. Wenn mich so ein Tentakel abschießt, dann bin ich praktisch Geschichte. In dem Moment kann man mich dann eintüten. Hallo und willkommen zurück zu Ark Genesis. An diesem wunderschönen Sonntag. Wir sind unterwegs mit Chip natürlich zwischen unseren Beinen. Mit Es werde Licht und unserem Strider. Natürlich da unten auch noch zwischen den Beinen des Striders ist Nightshade unterwegs. Die versucht, glaube ich, gerade, der versucht gerade zu mir zu kommen. Ja, wir sind also zahlreich aufgebrochen, um ins neue Biom rüber zu gehen und da mal so ein bisschen Unruhe zu stiften, sage ich jetzt mal. Mal gucken. Wir haben ein Bett dabei, weil es doch relativ gefährlich werden könnte. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach mal so einen Strider mit. Der hat ein Bett dabei, falls irgendwas passieren sollte. Und wir kommen ja wieder durchs All, ne? Und wenn wir sowieso schon hier sind, dann könnten wir auch mal versuchen, mit dem Strider da rauszugehen und zu gucken, wie der Ressourcen sammelt. Der kann ja super viel tragen, der kann auch ernten. Und hier draußen gibt es immer gute Ressourcen. Also wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, da mal rüber zu fliegen, wenn es hier sicher ist, und das auszuprobieren, ne? Dafür, glaube ich, nehmen wir Nightshade mal fix in so eine Kapsel rein. Und dann versuchen wir das mal nur mit dem Strider. Ich bin mir nicht sicher, wie Landtiere draußen im All steuern, ne? Wir haben ja keine Raketentriebwerke oder sowas. Das heißt, wir müssen das einfach ausprobieren. Wir gehen jetzt mal mit Anlauf hier raus. Das heißt, wir würden auf jeden Fall rüberfliegen, oder? Nee. Okay. Alles klar. Also wir steuern praktisch wie auch auf Land. Wir laufen einfach und wenn ich aufhöre zu laufen, dann bremst er ab und bleibt stehen. Das ist so komisch. Und jetzt schwimmen wir da irgendwie hoch. Okay. Also so ganz luftleer ist der Raum hier wohl nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie können wir hier schwimmen. Sehr, sehr seltsam. Das ist dann wohl hier die... Ja, der Weg, Landtiere im All benutzen zu können. Ansonsten würden wir hier ziemlich hilflos durch die Gegend schweben. Aber so funktioniert das eigentlich ganz gut, ne? Wir sind nicht mal langsam. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben jetzt auch einen Namen für unsere Strider. Der hier heißt jetzt S1RS. Der steht für Strider Nummer 1 mit... was hat der? Radar und Schild, ne? Genau, Radar am Kopf und Schild am Sattel. Ich habe mir einfach mal so ein Kürzel ausgedacht, damit die nicht alle nur Strider heißen. Ist ja langweilig. Trampel mal. Hä? Was war das? Was zum Teufel tust du? Giraffenhals-Move? Okay. Das ist komisch. Ich glaube, wir machen irgendwie so ein Hals-Twerk. Und damit können wir jedenfalls keine Ressourcen sammeln. Ich bin mir nicht sicher, wozu das gut ist. Möglicherweise ist das eine Art Angriff. Also Radar funktioniert noch. Das Schild auch. Aber wir können nicht stampfen. Das heißt, wir können hier draußen auch nichts abbauen. Das ist ja gemein. Okay. Wir haben also einen ganz eigenen Angriff hier draußen, der irgendwie über den Hals läuft und mit dem man nichts sammeln kann. Oh, wir haben das Schild durchbrochen, ne? Ich glaube, unser Hals ist zu lang für das Schild. Das ist ja auch witzig. Machen wir das mal wieder aus. Okay. Ja, dann gehen wir halt einfach rüber ins andere Biom, wenn wir hier nichts tun können. Wir hätten noch gucken können, was für Ressourcen das sind, ne? Bevor wir wieder abhauen. Moment. Das wäre natürlich schon sinnvoll. Also wir hatten auf jeden Fall jetzt schon mehrere Warps, seitdem wir das letzte Mal draußen waren. Das heißt, die Ressourcen müssten sich theoretisch geändert haben. Ich habe jetzt die Metallvorkommen wieder gesehen. Vielleicht gibt es die immer. Aber die zweite Ressourcenart müsste sich dann theoretisch geändert haben. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Bleib mal da. Bin gleich wieder da. Keine Angst. Das hier ist wieder Metall, ne? Genau, Metall und Stein. Das ist immer da. Und das hier ist Mutagel und Emergris. Okay.
Das ist ja komisch. Immer noch die gleichen Ressourcen. Wenn das so ist, dann nehmen wir halt noch ein bisschen was mit, ne? Wir haben ja jetzt Tragekapazität. Nehmen wir einfach noch ein bisschen was und packen das ein. Wir brauchen ja immer Mutagel, um Strider zu zähmen. Es gibt so viele unterschiedliche Varianten von Stridern, dass wir auf jeden Fall noch einen Riesenhaufen zähmen müssen. Okay, das reicht, glaube ich, jetzt erstmal. Wenn sich das sowieso irgendwie nicht ändert aktuell, dann passt das ja so. Dann können wir jederzeit wieder raus und noch mehr holen. Ah, hier sind überall so Vorkommen. Die sind nur ein bisschen kleiner und versteckt. Ja, Moment mal. Wir können hier auch laufen. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Gibt's hier noch? Da unten ist so ein kleines Vorkommen. Also wir können hier auch laufen. Das ist nur irgendwie schwierig hinzubekommen. Eben bin ich gelaufen. So richtig schön getrampelt. Vielleicht kriegen wir das wieder hin. Vielleicht geht das nicht auf jedem Untergrund. Das ist ulkig. Ne, wir schweben wieder. Okay, hier geht's. Ich glaube, wir stehen. Ja. Okay. Aber wir können ja so Steine eh nicht abbauen, glaube ich. Ne? Wir können nur so Gras und sowas abbauen. Also wir können hier auf jeden Fall auch laufen und trampeln. Das ist nicht so einfach, aber es geht. Aber zum Abbauen brauchen wir dann trotzdem irgendwelche anderen Tools. Das geht mit den normalen Stridern nicht. Es gibt aber auch noch die Sammelstrider, ne? Die haben wir noch nicht. Da müssen wir mit denen mal wieder hier rauskommen. Und da sind wir dann auch schon. Ich denke, hier lassen wir ihn stehen. Vielleicht einfach hier so vor dem Eingang. Hier sollte er eigentlich safe sein. Hoffe ich. Wir lassen ihn hier einfach mal so in der Mitte stehen. Dann sehen wir ihn auf jeden Fall immer gut. Dass wir ihn hier nicht vergessen. Stellen den auf neutral. Dann packen wir unseren Gecko ein. Der ist, glaube ich, so ein bisschen gefährdet hier. Das Werde-Licht wird in eine Kapsel gepackt. Und dann holen wir Nightshade raus. Wir sind hier am Höhleneingang zu Rockwell, also an dieser fiesen Aberration-Höhle. Und ich habe mir gedacht, vielleicht so mit Nightshade könnten wir da ja mal wieder reingucken. Das ist ja auf jeden Fall so mit eine der interessantesten Locations hier. Da draußen gibt es halt auch mega viel zu entdecken, ne? Aber ich glaube, da drinnen gibt es noch mehr zu entdecken. Da haben wir uns ja noch kaum reingetraut. Und wir haben sofort gesehen, dass es da jede Menge interessante Ressourcen gibt. Spring mal davor. Das geht viel schneller als laufen. Wir müssen mal gucken, wie das dann läuft. Wir brauchen, glaube ich, noch... Oh, eine Fackel wäre wichtig, ne? Ich glaube, wir brauchen eine Fackel gegen die Insekten. Die haben uns ja letztes Mal so das Leben schwer gemacht. Und da könnten wir uns, glaube ich, mit einer Fackel ganz gut wehren. Da müssen wir mal schauen, ob wir alles dabei haben für so eine Fackel. Torch. Bam. Flint brauchen wir. Okay. Das sollte doch zu schaffen sein. Das hier sieht aus wie Stein. Das ist... Da gibt's Clay. Also wenn wir Lehm brauchen, dann bekommen wir das hier aus den Steinen. Sehr gut. Das brauchen wir ja hin und wieder. Okay. Oh, hier gewittert's immer so. Da stellen wir uns jetzt so eine Fackel her. Oder am besten gleich zwei. Das ist nämlich unser Insektenschutz sozusagen. Das nehme ich jetzt mal in welchen Slot packen wir das? Ich habe zu wenige Slots. In den Vierer. Wir wollen, glaube ich, nichts zähmen im Moment. Mal gucken. Wir haben die Netze dabei. Wir haben auch die Darts dabei. Also wir könnten theoretisch alles Mögliche zähmen. Aber ich weiß nicht, ob es da drin überhaupt so super viel zu zähmen gibt. Wir werden gleich sehen. Nightshade steht auf neutral, falls irgendwas sein sollte. Ich gehe mal davon aus, dass alles Mögliche sein wird. Wir haben jetzt die Fackel. Mit der kann ich aber vom Mount aus nicht angreifen, glaube ich. Also da müssen wir dann absteigen, um die Insekten zu töten. Ich weiß nicht, ob Nightshade die vielleicht... Oh, Höhlenleck. Ob Nightshade die vielleicht schafft? Müssen wir ausprobieren. Jump. Das war nicht hoch genug. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wir werden sehen. Wir sind jetzt super schnell mit Nightshade. Da ist so ein Summoner. Und Spinnen gibt's. Insekten. Also wir können auf jeden Fall gut Chitin sammeln, was uns dann mit unseren Cementing Paste Vorräten hilft.
Oh ja, wir sind total gewappt. Nightshade kann auch gewappt werden, obwohl wir so groß sind. Boah, gibt's hier viele Insekten? Okay. Ja, was ihr vielleicht auch bemerkt habt, da sind ganz viele Summoner. Da unten ist eine Mantis und so ein Spucker. Das wird super, super gefährlich. Was ihr vielleicht auch bemerkt habt, ist, dass ich unsere Tech-Kanone dabei habe. Also ich habe die Tech-Railgun eingepackt. Ich habe jetzt endlich alle Sachen freigeschaltet. Es gibt da so eine ganz nette Mod, wenn euch das interessiert. Es gibt eine Mod, die heißt, ich glaube, Unlock All, sowas in der Art, mit der man die ganzen Engrams und auch Achievements und so weiter freischalten kann, wenn ihr die Achievements auf mehreren Charakteren verteilt habt und die nicht einfach alle noch x-fach mit jedem Charakter wieder machen wollt, dann könnt ihr euch einfach die Mod holen und die Sachen direkt freischalten. Das ist ganz angenehm. Und auch die Engrams kann man damit freischalten. Das heißt, ihr könnt auf jeder Map zum Beispiel Scorched Earth Engrams freischalten und so weiter und so fort. Und das habe ich hier jetzt auch einfach mal gemacht, damit wir die Sachen dann auch nutzen können. Wie gesagt, wir finden hier Tech-Items. Das ist einfach so gedacht, dass man hier mit einem Charakter startet, der einfach schon sehr weit im Progress ist. Was ich nicht gemacht habe, wir haben einfach einen neuen Charakter erstellt, so wie ich das bei jedem neuen Let's Play mache. Und dementsprechend fehlt uns halt einfach der ganze Fortschritt, den wir früher mit anderen Charakteren gemacht haben. So viel zu dem Thema. Jetzt hacken wir hier wieder so ein paar Bäume ab und so. Die haben nämlich Element Shards für uns. Was ganz nett ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzt aktuell brauchen. Zum Klonen braucht man die, ne? Also die Summoner haben ganz normale Levels, wie andere Wesen auch. Die sind aber nicht zähmbar. Ich weiß nicht, ob wir die töten können. Die haben auch Hitpoints, ganz normal. Nee, oder? Das ist ein Reaper King. Im Ernst. Okay, ich glaube, das war wirklich überhaupt keine gute Idee, hierher zu kommen. Das Gefährlichste sind gar nicht die Tiere, die wir kennen, sondern die wir nicht kennen. Hier gibt es ganz viele Wesen, die wir nicht kennen. Und von denen wir nicht wissen, wie gefährlich die eigentlich sind. Da unten ist zum Beispiel ein Tentakel. Ein riesengroßer Tentakel ist da. Das ist eine Art Pflanze. Sieht jetzt nicht so aus, als hätte die irgendwie Hitpoints. Also, wir werden jetzt erstmal testen und erkunden, glaube ich. Damit wir überhaupt die Gefährlichkeit der ganzen Gegend abschätzen können. Okay. Wir nehmen hier, glaube ich, automatisch super viel Schaden auf dem Boden. Ich glaube, der Boden ist irgendwie giftig oder so. Okay. Da ist ein Reaper. Ich bin mal weg. Hat er mich gesehen? Nee. Alles gut. Das ist ein Reaper King Level 20. Und der tötet jetzt die... Ich weiß nicht, was der macht. Ich glaube, der hat die ganzen Viecher gekillt. Also es gibt enorm viele Reaper. Das ist interessant. Alles an Höhlenungetier, was man so kennt und nicht treffen möchte. Wir versuchen, glaube ich, erstmal die Insekten zu töten. Das waren die gefährlichsten Gegner bis jetzt. Ja, und dann gibt es diese Summoner, die heißen praktisch Beschwörer. Das heißt, irgendwas werden die wahrscheinlich beschwören können. Was müssen wir halt rausfinden? Oh ne, die ist weggeflogen. Das hier sind diese bösen Insekten. Denen können wir nichts tun. Die kriegen wir auch nicht ins Target. Was super komisch ist. Makrophage, doch, geht. Ist nur schwierig, die ins Target zu bekommen. Und diese grünen Sümpfe sind alle sehr giftig. Da müssen wir also außen rumlaufen. Aber dann gibt es ja auch noch diese Tentakel. Oh, was hat er gemacht? Movement Speed Decreased, okay. Und Tech-Sachen? Irgendwas hat er heute mit Tech gemacht. Ich weiß nicht, ob er unsere Tech-Zeug deaktiviert hat oder was? Was mit diesen Makrophagen-Dingern? Wow, wow, wow. Nicht so gut. pack mal die Fackel weg. So, dann können wir auch wieder kämpfen. Okay, war ja einfach. Ja, also diese Makrophagen sind irgendwie nur zeitweise aggressiv. Was ist denn mit denen los? Können wir die irgendwie... Die lassen sich nicht angreifen.
Also, die müssen uns wahrscheinlich erst angreifen, damit wir dann denen was tun können. Wir schauen nochmal, was dieser Tentakel macht. Der haut uns irgendeinen Debuff drauf. Hex, Super Speed und Jetpack are prevented. Okay. Dann wissen wir jetzt schon mal, was unser Tech-Zeug deaktiviert. Das sind diese Tentakel. Die können unser Jetpack deaktivieren. Jetzt haben wir Makrophagen an uns dran. Nicht gut. Wow. Irgendwas macht aber ganz schön Schaden. Wir legen uns jetzt absichtlich mit denen an. Okay. Ich habe die getötet, ja? Das war nicht Nightshake, ich habe die getötet. Die Tentakel kommen aber mit. Habt ihr das gesehen? Okay. Also ich nehme ziemlich böse Schaden. Nightshade greift die an, aber ich glaube, Nightshade kann keinen Schaden an denen machen. Das war komisch. Die hinterlassen auch keine Leichen oder sowas. Silica Pearls haben wir gefunden? Okay. Also das ist auf jeden Fall noch eine Lernphase. Und die Makrophagen bringen scheinbar diese Tentakel mit, ne? Weil hier in der Gegend war ein Tentakel. Und hier ist offensichtlich normalerweise kein Tentakel unterwegs. Okay. Jetzt versuchen wir uns hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend zu schleichen und Ressourcen zu sammeln und zu gucken, was hier so allgemein abgeht. Tentakel ist da. Chitin! Das sind... Nein, nein, nein! Komm zu mir! Kommst du? Nightshade steckt fest! Komm da raus! Nee, oder? Alter Schwede! Oh Gott! Okay, also wir können da kein Tame mit reinnehmen. Wir dürfen da nur alleine reingehen. Das geht so überhaupt nicht. Ich packe jetzt Nightshade ein. Ich will nicht, dass Nightshade was passiert. Das ist mir zu risky. Wieder was dazugelernt. Also der Boden ist halt einfach so gefährlich, dass wir keine Tiere damit reinnehmen können. Die bleiben dann irgendwo stecken und in dem Moment, wo sie stecken bleiben, sind sie eigentlich schon tot. Die nehmen dann 500er Ticks an Schaden. Zum Glück haben wir 10.000 Hitpoints auf Nightshade gelevelt. Ansonsten hätten wir Nightshade jetzt verloren, ne? Der hat jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie 2.000 Hitpoints übrig. Okay. Eieieiei. Übel. So. Wir schleichen jetzt trotzdem so ein bisschen da drin rum und gucken, was wir noch rausfinden können. Das ist, wie gesagt, die interessanteste Gegend. Also alles hier... Jetzt dürfen wir gleich unser Jetpack nicht mehr benutzen. Alles hier droppt super wertvolle Ressourcen. Oh, da ist wieder ein Tentakel. Die Torch ist durch. Können wir die reparieren? Nein. Aber ich habe doch noch eine. Moment. Irgendwo da. Wie viele Makrophagen sind denn das? Okay. Können die noch mehr Tentakel beschwören? Ich weiß nicht, ob wir die besiegen können. 120. Sind das einzelne Tiere? Ich glaube, das sind einzelne Tiere. Wir müssen die alle einzeln besiegen. Die killen mich. Jetzt sind es noch zwei oder drei. Die bringen Tentakel mit. Nein, 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 nein. Ich kann mein Jetpack nicht benutzen. Also die Makrophagen geben uns den gleichen Debuff wie auch die Tentakel. Wir können nichts tun. Mutagen dabei. Also wir können auch Mutagen sammeln hier in der Gegend. Stamina drained. Okay. Ich verliere auch Stamina durch die Viecher. Und ich habe keine Fackeln mehr und keine Ressourcen, um die Fackeln zu reparieren. Tentakel. Können wir den Tentakel besiegen? Der hat mich zurückgestoßen? Ich glaube. Wir sind gleich tot. Ich würde gerne so einen Tentakel besiegen oder so. Den kann man nichts tun. Doch, doch. Doch, 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 kann man. Man kann die sogar abfarmen. Die geben Chitin. Okay. Also ist der gleiche Bug wie in Genesis 1. Wir können die Tiere nur aus der Third-Person-Ansicht angreifen. Aber was anders ist als in Genesis 1, wir können die auch mit normalen Waffen angreifen. Wir müssen nicht die Fackel nutzen.
Die Fackeln sind, glaube ich, immer noch am effektivsten. Die machen am meisten Schaden. Aber wir können auch andere Waffen benutzen. Okay. Gut. Jetzt müssen wir erstmal Hitpoints reggen gehen. Wir müssen Nightshade hochreggen und ich muss mich auch dringend hochreggen, bevor wir da irgendwas machen können. Ich bin mir nicht sicher, was da der richtige Weg ist, da drin unterwegs zu sein. Oh, mega lag. Ich glaube, wir müssen einfach uns schnell bewegen. Immer schön die Tech-Suit nutzen. Sobald uns irgendwas ins Target nimmt, abhauen. Einfach nur abhauen. Und dann müssten wir da schon ganz gut durchkommen, theoretisch. Es ist halt. Oh, wir haben 329 Polymer gesammelt. Ich habe gar nicht so richtig gesehen, wo wir das herbekommen haben. Ich glaube aus den Pflanzen dann. Da müssen wir nochmal drauf achten. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Holz mit. Wir nehmen ein bisschen Ding mit hier. Thatch und ein bisschen Flint haben wir sowieso dabei. Dass wir immer schön unsere Fackeln reparieren können. Oh, das ist ein Basilisk, ne? Level 16er Basilisk. Riesententakel, aber der gehört irgendwie zur Einrichtung. Der ist nicht gefährlich. Diese Summoner sind gar nicht so aggressiv, glaube ich. Die haben mich noch nicht irgendwie getargetet bis jetzt. Okay. Also wenn wir da durchfliegen, dann sind wir so halbwegs safe. Wir müssen einfach schnell bleiben, uns immer bewegen. Dann geht das schon. Das Problem ist, dann können wir halt auch nur schwer Ressourcen sammeln, ne? Ich denke, wir müssen hier einfach mal durch den Eingang durchbrechen, weil hier sind so viele Viecher. Die Mantis hat uns gesehen. Wir können ja mal durch dieses kleine Portal da fliegen. Ist halt schon gefährlich, ne? Oh ja, sehr gefährlich. Super gefährlich. Wenn mich so ein Tentakel abschießt, dann bin ich praktisch Geschichte. In dem Moment kann man mich dann eintüten. Aber solange wir uns nicht von den Tentakeln erwischen lassen, müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Okay. Sieht so aus, als gäbe es überall ähnliche Sachen. Sieht jetzt nicht so super spannend aus. Überall diese Pflanzen und diese Sümpfe. Da ist ein Durchgang. Oh, das wird aber eng. Na, na, na. Okay, der Durchgang ist noch ein bisschen. Okay. Das ist also hier diese Aberration Corruption. Metall wird irgendwie zu Fleisch. Alles klar. Ja. Und wir müssen das Ganze natürlich stoppen. Das ganze Schiff wächst jetzt langsam und sieht dann wahrscheinlich irgendwann alles so aus wie diese Höhle hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da durch diesen Eingang durchzuwollen. Da ist ein Reaper King und noch ein Reaper. Ein Air Reaper King. Die sind besonders hübsch, glaube ich. Können wir nicht sehen? Also wir bräuchten, wenn dann eine Reaper Queen, wenn wir wieder einen Reaper haben wollen. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt. Bis jetzt haben wir nur Kings gesehen, ne? Die Queens sind wahrscheinlich, wenn dann, ganz unten irgendwo. Da, wo wir eigentlich nicht hin wollen. Aber aus Interesse wollen wir da irgendwie doch hin, ne? Wir gucken jetzt mal, ob wir durch diese Tür durchkommen. Also ich denke, diese kleineren Pflanzen sind die. Wow, wow, wow. Stopp. Okay. Tür haben wir geschafft. Hier ist noch eine Tür. Nein, nein. Have I overindulged here? I can't be objective. What eludes me about this creation business is knowing when I've gone too far. You really don't want to hear my opinion. Okay. Ja, sehr interessant. Rockwell redet auch wieder zu uns. Und. Boah, das sind so viele Durchgänge. Ich finde hier nie wieder raus. Hier links ist so eine Quest-Plattform. Ich denke aber, die Quests sind hier die gleichen wie draußen, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Oh, die Mantis hat uns gesehen. Irgendwann werden wir jetzt noch von Mantis in der Luft zerlegt. Wir können ja mal gucken, ob man hier noch irgendwo durchkommt. Das sind halt so höhlenartige Durchgänge. Und wenn uns da irgendwer erwischt,
dann wird's halt schon risky. Da können wir nicht so leicht wegfliegen. Oh, Tentakel. I have to admit, I'm actually glad you've made it this far. Someone from the old world really should be here to witness the dawning of my new age. You see, I've been dabbling in a bit of anthropogenesis, molding some people of my own. Okay. You've arrived on the sixth day of my divine work, and I can't wait for you to meet my children. Da freue ich mich ja schon drauf. Das klingt sehr komisch. Das hier sieht aus, als wäre das irgendwie eine Art Herz oder sowas. Das pulsiert auch manchmal so. Da unten ist ein Auge. Da, seht ihr das? Wir wurden gerade von einem Tentakel angeschossen. Das heißt, wir waren schon ziemlich nah dran zu sterben. Ich konnte meine Techsuit nicht mehr nutzen. Aber irgendwie sind wir hier ziemlich tief drin. Das ist ein 16er Basilisk. Weil ansonsten würde Rockwell nicht so mit uns sprechen, ne? Das klang ja so, als wären wir wirklich schon tief drin. Na, hier gibt's halt Tentakel, das heißt, wir können hier nicht so frei rumlaufen, wie wir das eigentlich wollen. Hört ihr den Herzschlag? Ich glaube, das ist das Ding hier, ne? Moment, ist das vielleicht... I can use this to access Rockwell's control room, but we'll need to hack into every other system on the ship first. Okay. Ich glaube, Final Mission. Oh oh. Okay. Das ist das finale Missionsterminal hier. Wir müssen uns wahrscheinlich gleich mit den Tieren hier anlegen. Terminus Gamma, Alpha und Beta. Alles klar. Also hier ist das finale Missionsterminal. Hier findet dann wohl der Bossfight statt, ne? Unter diesem Herz. Wir müssen wahrscheinlich gegen dieses Herz kämpfen oder so. Okay, dann ist diese Höhle gar nicht so groß wie gedacht. Wir können mal den anderen Weg zurücknehmen. Ich denke ja mal, dass der dann auch rausgeht. Ich glaube, hier gibt es auch Durchgänge. Ja, da unten. So viele Summoner und wir wissen noch nicht mal, was die machen. Deswegen wirst du mich wahrscheinlich töten, wenn ich nicht aufpasse. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, da müssen wir noch durch den anderen Durchgang wieder durch, ne? Diese Binsengräser, die hier wachsen. Oh oh. Das war eng. Stopp, stopp, stopp. Diese ganzen Gräser hier, die geben, glaube ich, Polymer, ne? Aber ich kann hier kaum anhalten. Wenn wir hier anhalten, dann bin ich, glaube ich, tot. Oh oh. Wir müssen hier hoch. Da ist ein Basilisk. Oh, 116er. 116er Basilisk. Den müssten wir mitnehmen. Wow, wow, wow. Das ist ein Summoner. Der ist böse. Jetzt haben wir einen Summoner geaddet. Und eine Mantis und einen Basilisken. Jetzt können wir rausfinden, was so ein Summoner macht. Die sind auf jeden Fall nicht zähmbar. Und wir haben doch eigentlich auch schon mal... Oh, irgendwas macht der. Irgendwas hat er gerade gemacht. Aua. Na, wo kommst denn du her? Der hat gerade geschlafen, aber jetzt nicht mehr. Oh, oh, oh. Oh, ich treffe noch nicht mal. Ich habe so viel Panik. Ich glaube, gegen den können wir nichts tun. Ich glaube, das war gar keine echte Shadowmane. Ich glaube, der Summoner hat die Shadowmane auf uns gehetzt. Und ich habe Schaden an dem gemacht. Also man kann die angreifen und töten. Wir töten den jetzt und schauen, was der droppt. Hat das Schaden gemacht? Ich glaube nicht. Oh, das ist teuer. Ich dachte, jetzt wäre er tot, aber nicht so ganz. Okay, die Mantis ist down. Also unsere Kanone funktioniert schon. Was ganz wichtig ist bei den Kanonen, die Superstructures Mod, die hat ja auf N die ganzen Tools, ne? Das ist super unpraktisch, weil die Tech-Sachen und auch andere Items, die haben auf N ja eigentlich das Switchen der Attachments. Das heißt, ihr müsst euch das auf eine extra Taste legen. Zum Beispiel hier haben wir diese X-Ray und ohne X-Ray-Sicht. Und
Dementsprechend braucht man halt einfach, wie gesagt, eine andere Taste, weil die N-Taste von der Superstructures Mod genutzt wird. Nicht so praktisch. Den können wir mal abernten. Aber so super rätselhaft sind eigentlich nur diese Summoner. Über die würde ich gerne was rausfinden. Ich glaube, wir haben Organic Polymer auch von den Mentis bekommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug davon. Der hat ein Schild. Das ist ja crazy. Der fühlt sich überhaupt nicht angegriffen. Das interessiert den gar nicht, was wir hier machen. Ich glaube, die sind nur angreifbar, wenn sie gerade hier was beschwören. Kann das sein? Weil wir kommen durch das Schild offensichtlich nicht durch. Ich esse jetzt mal ein paar Steaks und dann legen wir uns mit dem an. Hey du! Komisches Wesen. Der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Und wir können dem auch nichts tun. Ich glaube, erst wenn der uns angreift und das Schild deaktiviert ist, dann können wir dem was tun. Das ist alles sehr rätselhaft und super spannend. Okay. Ja, dann haben wir wieder so ein bisschen was dazugelernt hier unten. Ich glaube, wir bauen nochmal testweise so eine Pflanze ab. Ihr könnt eigentlich zurückspulen, dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Da muss ich das Risiko nicht mehr eingehen. Oh, der hat so viele Hitpoints. Nein, nein, nein. Okay. Seeker. Die Summoner greifen uns irgendwie nur an, wenn uns andere Tiere auch sehen. Also das sind so Mitläufer so ein bisschen. Die lassen uns sonst scheinbar in Ruhe. Was eigentlich ganz schön ist. Aber wenn uns andere Tiere angreifen, dann sind die auch immer ziemlich schnell dabei. Und die sind super gefährlich, weil die halt einfach so Shadowmanes auf uns hetzen. Das ist schon ziemlich brutal. Ich denke, die können alles Mögliche beschwören, ne? Wahrscheinlich nicht nur Shadowmanes. Vielleicht hat der auch dadurch Schaden genommen, dass wir die Shadowmane angegriffen haben? Das müssen wir noch rausfinden, wie genau das funktioniert. Ich denke, da werde ich dann beim Videoschneiden auch noch einiges rausfinden. Okay, das war jetzt echt ein bisschen zu spannend. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier unten im Moment irgendein Business haben, abgesehen davon, Organic Polymer zu sammeln, Chitin und solche Sachen. Aber ansonsten, ich denke, da gibt es den Endboss-Fight. Und mal gucken, was es dann da noch so gibt. Also richtig viel spannende Ressourcen haben wir sonst eigentlich gar nicht gefunden bis jetzt. Ja, so viel erstmal zu diesem Aberration Biome hier in Genesis 2. Wir haben uns auf jeden Fall ein paar blutige Nasen geholt. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen regen. Ich muss auf jeden Fall regen. Ich bin da Hälfte Hitpoints und Nightshade noch schlimmer. Ist jetzt hier immer noch bei momentan 2000. Wir waren bestimmt unter 2000 Hitpoints. Das müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen hochregen und so ein bisschen ausruhen. Aber ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Wir haben viele wertvolle Ressourcen gefunden. Wir haben jetzt einen Riesenhaufen Organic Polymer. Wir haben ein bisschen Element Shards, einige Element Shards gefunden. Wir haben auch Chitin gefunden. Also es lohnt sich schon, da reinzugehen. Aber man muss halt wirklich vorsichtig sein. Fehler werden da ziemlich böse bestraft. Wenn man erstmal von so einem Tentakel erwischt wurde, dann muss man halt einfach zickzack laufen, hoffen und in Bewegung bleiben, damit man nicht nochmal getroffen wird, weil solange man halt diese Debuffs hat, kann man sich nicht bewegen. Und wenn ein so ein Schwarm Makrophagen erwischt, nachdem man von einem Tentakel irgendwie kurz aus der Luft geholt wurde zum Beispiel, dann bleibt man einfach am Boden. Die Techsuit funktioniert dann nicht mehr und dementsprechend kommen wir dann auch nicht mehr weg, sondern werden eigentlich im Normalfall ziemlich böse auseinandergenommen. Ist uns ja schon passiert. Jetzt wissen wir auch so ein bisschen, was die unterschiedlichen Wesen da drin können. Die Summoner beschwören halt zum Beispiel solche Shadow Mains, die uns dann angreifen und auch böse zerpflücken. Die Makrophagen spawnen diese Tentakel und sind auch sehr schwer zu töten. Die haben super viele Hitpoints. Das ist nicht ein Schwarm, sondern das sind immer ganz viele einzelne Makrophagen. Und die sind halt einfach auch, also so einen Schwarm schaffe ich normalerweise gerade so und verliert aber einen Großteil meiner Hitpoints alleine durch diesen Schwarm. Und ich komme vor denen nicht weg, das ist halt das Allerschlimmste. Sobald dann noch eine Mentis dazukommt oder so ein Summoner oder so, dann ist es schon schwer, das zu überleben. Und da braucht man viel Glück, da durchzukommen überhaupt. Ich denke mal, wir finden dann noch bessere Lösungen. Vielleicht kommt man dann mit einem Strider durch, weil die lange Beine haben. Aber dafür brauchen wir dann erstmal einen Kampfstrider und nicht sowas, was wir jetzt aktuell haben. Also müssen wir uns einfach noch bessere Strategien überlegen, um da drin gescheit bestehen zu können. Wir brauchen auch irgendwas, was überhaupt gegen den Reaper King irgendeine Chance hat.
Und ich denke, mit den Stridern gegen den Reaper King, ich glaube, wir ziehen dann den Kürzeren. Und wir können auch nicht fliehen. Das ist halt auch so eine Geschichte, ne? Also mit dem Strider kommen wir dann definitiv nicht weg. Das heißt, das ist dann eine All-In-Mission. Da sind wir dann drin und da kommen wir dann nur wieder raus, wenn wir den entsprechenden Reaper King auch zerlegen. Da bin ich noch nicht bereit für. Vielleicht machen wir das später mal, wenn wir einen stärkeren Strider haben. Für heute würde ich sagen, lassen wir es erstmal gut sein. Wir sind mit heiler Haut davon gekommen. Das ist das Wichtigste. Und wir haben noch ein paar coole Ressourcen dazu bekommen. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ark Genesis. Ich glaube, ich brauche ein Steak. Bis dann. Bye,